Was geht ab, hier kein Clubschieß? Herzlich willkommen zu einer die neuen Runde. Eisernen Lords glaubten, wir könnten Siva eindämmen, indem wir die Kammer seiner Herstellung Destiny zerstörten. Diese Gefallenen müssen den Prozess wieder gestartet haben. Wir müssen zurück in die Kammer und den Siva-Fluss an der Quelle unterbrechen. Wir sollten uns auf die Fakten konzentrieren. Die Gefallenen haben einen Militärbunker in den verseuchten Landen besetzt. Wir bekommen erst Verstärkung in dieses Gebiet, wenn die Gefallenen-Artillerie zerschlagen ist. Die Gefallenen sind ein Symptom. Siva ist die Krankheit. Gut. Nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ja, ich wurde gerade frecherweise unterbrochen. Wir sind wieder unterwegs. In Ordnung. Die Vorhutverstärkung ist bereit. Aber sie kann den Hangar erst verlassen, wenn diese Waffen vernichtet wurden. Du musst sie ausschalten. Kein Problem. Verstanden. Da machen wir uns doch glatt mal an die Arbeit hier. Hüter, da ist ein toter Vandale in deiner Nähe. Kannst du mir einen Scan schicken? Oh. Okay. Es ist ein Gefallener. Im Prinzip, aber die Rüstung ist verstärkt. Die Waffen wurden umgebaut. Kybernetische Verbesserungen. Die meisten Gefallenenhäuser haben eine Sekte, die sich um solche Sachen kümmert. Die sogenannten Spleißer. Sie sind so etwas wie Bodyhacker, Bioingenieure. Es ist schlimmer, als ich befürchtete. Die Spleißer verwenden Siva nicht nur, um diesen Ort zu verändern. Sie benutzen diese Technologie auch, um sich selbst umzuwandeln. Wie ich schon gesagt habe. Alter, ich bin echt ein eiserner Lord, ey. Ja, ich bin auf dem neuesten Stand. Weiter vorne als unser Lord Saladin, der kann einpacken. So. Und wir es noch mal wieder für unsere Leute den Weg frei machen. Wie wir es schon zuvor häufig getan haben. Umbau durchgeführt. Sie schnappen sich das Metall für etwas Großes. Hoffentlich verwenden sie es nicht zur Verstärkung ihrer Waffenstellungen. Oh, hoppla. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass sie das unter anderem für Sepix Primus benutzen. Was ist denn hier los? Alter! Ne! Ne! Versuchen die einen Riesen... Versuchen die einen Riesenservitor zu bauen? Das sieht 100 pro so aus. Da diese rote Kugel, wo sie rausschießen, wo sie verwundbar sind und... Alter, ne. Ich habe nie zuvor gesehen, dass die Gefallenen etwas in diesem Ausmaß durchführen. Ich schicke weitere Verstärkung. Ja. Du hast selbst gesagt, dass Verstärkung nutzlos ist, bis diese Waffen sind. Außerdem sind sie auf das, was sie erwarteten, nicht vorbereitet. Bin ich das? Bin ich auf diesen Scheiß hier vorbereitet? Wäre mir neu. Ich will Verstärkung, Alter. Die schicken mich in den sicheren Tod. Die bauen hier einen riesen Motherfucker-Servitor. Und ich soll den alleine plätten, falls sie den online bringen oder was. Nee, danke, ich gehe nach Hause. Ich hab frei. Ich wollte doch jemanden suchen, der das erledigt. Ich habe gesagt, ich bin ausgebucht. Also, habe ich letzte Folge gesagt. Und das ist... Aua, immer noch so. Nee. Kann man die nicht... Na. Entweder habe ich schlecht geschossen oder man kann die nicht wirklich zerstören. Aber der sieht noch nicht fertig aus und ich hoffe auch, dass das so bleibt, Alter. Auf keinsten hier. Ihr schickt mir hier nicht so ein riesen Ding auf den Hals zu, dann deinstalliere ich Destiny. Dreimal! Könnt ihr mir nicht antun. Das hat ja 350 Millionen Leben, ey. Oh, nee, runterfallen wollte ich nicht. Diesmal nicht, zumindest noch nicht. Okay, also wir wissen, was sie vorhaben. Sie benutzen Siva, um unsere Erde zu zerstören.
und sich selbst zu verbessern und bessere Technologien zu bauen. Also, echt kranker Hobox-Scheiß hier. Keine Ahnung, was ich hier gerade laber. Hobox-Scheiß, safe. Hundertprozentig safe, Ich will explodieren. Will ich aber nicht. Ja, hier gedodged. Was ist das? Soll ich hier was machen? Kann ich hier was machen? Soll ich mit dir was machen? Nein. Wahrscheinlich die Gegner plätten, oder? Aua. Ach ja. Ich habe jetzt ein Fusionsgewehr. Alter! Das könnte voll nice sein, das Ding. Okay, das haben wir. Alter, das Ding ist riesig. Junge, wir können nicht zulassen, dass sie das online bringen. Zieht euch das mal rein. Wie groß das Ding ist. Das schießt Patronen ab, die sind fünfmal größer als ich. Das kann mich fünfmal töten. Schild. Schild. Erstmal hinsetzen. Alter, ich bin so groß, ich kann nicht mal. Nee, das Ding ist so groß, ich kann nicht mal die Kamera drehen, dass ich das sehen kann. Kann man das von hier aus sehen? Ja. Alter, zieht euch das Ding rein. Leckt mich am Arsch. Ich bin weg. Ich hab gesagt, ich will den Job nicht machen. Ich wollte jemanden finden, der das macht. Na gut, dann müssen wir hier wohl durch. Ich dachte, Siva wäre eine Technologie, doch das hier, als ob es lebendig wäre und wächst, außer Kontrolle. Diese Teufelsspleißer verwenden Siva, aber sie können es nicht kontrollieren. Sie sind wie Kinder mit einem neuen Spielzeug. Ich kenne kein Spielzeug, das russische Industriekomplexe auffrisst. Da hat er recht. Da kann ich nicht widersprechen, aber... Diese Waffen wurden während des Untergangs zerstört. Wie haben die Gefallenen... Es sind nicht die Gefallenen. Vielleicht nicht, aber hier sitzen die Gefallenen am Drücker. Die Vorhut will, dass wir sie ausschalten. Wir schalten sie aus. Okay. Also haben die auch zerstörte Waffensysteme wieder online gebracht. Boah, das sieht voll nice aus. Also Destiny kann auch echt gute Grafik haben. Besonders würde... Ey! Die Detailgenauigkeit von so kleineren Sachen, das ist schon nice. Hätte ja sein können, dass was passiert, wenn man das abschießt. Sind wir hier auf der Mauer drauf? Sieht irgendwie so aus, ne? Möchte mich hier auch mal ein bisschen umgucken, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob man hier was finden kann, aber... Man kann es ja mal probieren. Hoppala. Hoppala. Jetzt hört doch mal auf zu schießen, Alter. Worauf schießen die denn? Auf die Mauer? Oder auf was schießen die? Wäre interessant zu erfahren. So, weg damit. Dich habe ich gehört. Oh. Wie viele denn noch? Immer diese Selbstmörder. Okay, nur um sicher zu gehen. Ich mag keine gruseligen Technologien, die sich wie ein Virus verbreiten. Die Leute bekommen einen völlig falschen Eindruck von künstlichen Lebensformen. Immer diese komischen Randbemerkungen, ey. Von dem Geist, ey.
Voll geil. Aber ich muss zustimmen, ich mag auch keine künstlichen Lebensformen, die sich selbst ausbreiten, ohne dass sie sollen. Finde ich nicht gut. Sollte nicht sein. Oh. Hallo Boot. Hast du irgendwas für mich? Nö. Na gut. Dann wollen wir mal weiter. Ich hole mal unseren geilen Wing-Wing. Ich registriere eine hohe Siva-Konzentration, die Waffenstellungen schützt. Auch eine Siva-verstärkte Abschirmung bräuchte eine Energiequelle. Aber sei vorsichtig. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Richtig. Zerstöre die bekannten Generatoren und schalte danach Shiros Zombie-Waffen aus. Okay. Also müssen wir erst etwas ausschalten, damit wir da rankommen. Aber mir gefällt nicht, dass unser geehrter Herr Lord Saladin gesagt hat, dass ihm das bekannt vorkommt. Denn wir wissen ja, letztes Mal, als die gegen die gekämpft haben, haben die den Kürzeren gezogen, die Eisernen Lords. Und ich möchte nicht, dass wir auch den Kürzeren ziehen. Diesmal nicht. Och nö. Und da ist wieder eins von diesen schwebenden Dingern. Was ist das? Kann man das abschießen? Hm, sieht irgendwie nicht so aus. Komisch. Es geht einfach nicht. Okay. Es wird doch eh noch irgendwas erwarten. Irgendwas wird uns erwarten, was wir noch nicht kennen. So, mach weg den Shit. Hinfort! Okay, also Speiser heißen die Dinger hier, ja? Das sind die verbesserten Einheiten. Zerstöre die Schildgeneratoren. Ja, ich muss mir aber erstmal den Weg freiballern, mein Freund. Dann kann ich das gerne im Angriff nehmen. Aber erstmal möchte ich hier den Captain weghaben. Jawohl. Okay, der hat ein bisschen Munition fallen lassen. Kann man immer gebrauchen. Es sei denn, man kann momentan keine Munition gebrauchen. Was war das jetzt? Hat er sich geheilt? Tschüss. Tschüss. Die hört sich voll nice an, die Waffe. So gedämpft. Interessant. Äußerst interessant. Oh, shit. Dreifachabschuss. Ah, okay. Das ist so ein Ding wieder, den man kaputt schießen muss. Die Energieversorgung der Abschirmung wird schwächer. Da ist... Ne, das ist nicht so eins. Hier müssen wir wahrscheinlich durch. So, mach weg die kleinen Lemminge da unten. Wo ist er denn? Da. So, und da ist die andere. Gibt es noch mehr oder war es das? Das war's. Geschafft. Die Abschirmung bricht zusammen. Dein Weg sollte frei sein. Ah, mein Auge gerade. Die Waffen sind oben. Zerstöre sie. Ja, Moment, mein Auge juckt.
Nee, ich hatte was im Auge. Was erzähle ich hier, ey? Ich habe immer noch was im Auge. Alter! Aua! Ich hasse das. Erstmal ein paar Augenprobleme hier. Alter, halt's Maul, Mann! Hast du auch irgendwas schon mal von einem fairen Kampf gehört? Ehre? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, dass die Spreißer einen Brückenkopf errichten wollten. Etwas so Großes könnte für einen Angriff auf die Stadt verwendet werden. Oh, nee, das ist nicht gut. Boah, mein fucking Hurenauge. Alter, wie das Bild gerade gewackelt hat. So, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Fürs Erste. Ah! Also diese zerstörten Waffen. Siva hat sie unzerstört gemacht. Unzerstört? Zieh dich nach einem zentralen Siva-Knoten innerhalb dieser Stellungen um. Zerstöre ihn. Dann wird die Kontrolle der Gefallenen über die Waffe unterbrochen. Oh, sie hat sie unzerstört gemacht, ey. Alles klar. Man könnte auch sagen, wieder aufgebaut. Oh, Hallöchen. Worauf soll ich denn damit schießen? Auf die Waffen? Nein. Sind die für euch da? Kann ich mir eigentlich schon nicht vorstellen. Wofür sind die denn? Ah. Wahrscheinlich dafür. Achtung, die Gefallenen schicken Verstärkung. Ja, die kriegen natürlich Verstärkung, ne? Aber ich werde hier zum Sterben zurückgelassen. Schämt euch. Halt's Maul. So, die kann man ja auch so zerstören. Weiter so. Die Luftunterstützung steht bereit, doch sie kann nicht viel tun, solange diese Waffen noch funktionieren. Ja. Oh, warte mal. Nee. Das sah gerade so aus, als würde die hier noch stehen, die Waffe. Tut sie aber nicht. Badumski. Badaboom. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass hier noch ein Typ kommt, für den wir die Waffen brauchen. Tschüss. Gute Arbeit. Die Orks sind im Anflug. Halte die Stellung, bis sie ankommen. Zero Problemo. Zumindest momentan noch. Ja, weiß ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Luftunterstützung nicht rechtzeitig hierher schaffen wird. Fuck! Ich hasse es, rechts zu behalten. Gib ihm alles. Es funktioniert. Natürlich funktioniert es. Ich weiß ja, wie ich die Läufer bekämpfen muss. Aber der sieht echt nice aus, das muss ich sagen. Sardine! Um die Waffen wieder auferstehen zu lassen. Aua! Sardine! Ihr denkt euch wahrscheinlich gerade so, Sardine, what the fuck ist falsch mit dem Typen? Da bin ich gerade raufgekommen! Wegen Saladin! Ich bin sein Paladin! Alter, was ist hier los? Hä, wie viele Dinger hat er? Was? Ich muss erstmal hier ein bisschen rasieren. So, Schnudel. Au. Jawohl. So nämlich. Mach die mal kaputt. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ah, okay. Scheint egal zu sein. Vergangen und ich habe nichts gelernt. Shiro, können deine Streitkräfte die Gegend sichern? Wir tun unser Bestes.
Versuch es. Ich brauche den Hüter wieder im Tempel. Wenn wir die Fehler, die uns hierher gebracht haben, in Zukunft vermeiden wollen, dann müssen wir den Niedergang der Eisernen Lords besprechen. Ja, dann machen wir das mal. Gut, wir haben unsere Mission hier erfüllt. War ein bisschen schwierig am Ende, weil da echt recht viele Gegner ankamen, aber ging eigentlich doch noch klar. Und wir haben wieder bessere Sachen gekriegt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. So.